Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück mit Professor Dr. Max Otte. Herzliche Grüße in die Eifel. Heute leider nicht physisch, aber dafür mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar hat Herr Otte eine Biografie geschrieben. Es ist nicht nur eine Biografie, sondern es ist ein Stück weit auch eine Mahnschrift, zeithistorisches Dokument und auch zeitkritisch verfasst. Es lautet Auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland, Notizen aus einer anderen Zeit. Er schreibt über seinen Lebensweg, er schreibt über seine Familie und ich muss zugeben, das, was mich am meisten interessiert hat, direkt am Anfang war die Sippe, damit habe ich begonnen. Wir versuchen es so aufzubauen, dass wir verschiedene Elemente darlegen und auch einen Bezug in die heutige Zeit bringen. Herr Otte, schön, dass Sie das Buch geschrieben haben. Ich finde, es ist sehr, sehr gelungen. Und die erste Frage, sind Sie nicht ein bisschen jung für eine Biografie? In der Tat, natürlich schreibt man sowas eigentlich zum Ende eines Lebens. Aber ich habe vor 7 Jahren schon mal angefangen. Ich habe sogar eine Fremdautorin mit dabei gehabt, weil ich vor 6 Jahren ja meinen 50. hatte und ich wollte so eine Beschreibung zur Lebensmitte machen. Und fast jeder schreibt seine Autobiografie, warum also nicht auch ich? Ich glaube, ich habe sogar was zu sagen. Und manche mit 30 schon, wie Bill Kaulitz jetzt, der war kurz auf Platz 2 Spiegel und jetzt ist er auf Platz 17. Ganz tolles Buch, ich habe es gelesen, mein Verlagsleiter hat es auch gelesen. Und was haben wir stattdessen? Ich glaube, wir haben auf Platz 1 haben wir Bill Gates, auf Platz 2 haben wir Barack Obama, auf Platz 6 haben wir Kamala Harris und auf Platz 9 haben wir Michelle Obama. Also und Bill Kaulitz kommt irgendwo auf Platz 17. Also das eigene ist ganz weit hinten, auch wenn es wirklich originell ist. Und das andere, was wir jetzt aus von vier verschiedenen Autoren auf verschiedene Weise aufgekocht hören, das dominiert die Listen. Also von daher wünsche ich mir natürlich, dass dieses Buch auch gelesen wird, denn ich habe über meine Sozialisation, über meine Jugend, aber auch über Entwicklung der Zeit viel zu sagen. Und es ist literarisch. Ich habe nicht wirklich an eine andere Kunstform gewagt oder eine andere Form, kein reines Sachbuch, sondern ich habe mir Mühe gegeben mit den Sätzen, mit den Strukturen. Also ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Botho Strauß, von auch von Lebenserinnerungsschreibern wie Joachim Fest. Da gibt es schon Inspirationen. Es ist eine andere Werkform als ein reines Sachbuch. Das hat Spaß gemacht. Das war eine Herausforderung. Ich hoffe natürlich, dass es auch anderen Menschen Spaß macht. Da gehe ich stark von aus. Ich denke, da bin ich schon mal ein ganz guter Indikator gewesen. Sie zogen aus, hatten große Ziele. Plettenberg ist der Ort, an dem Sie aufgewachsen sind, beziehungsweise im Grunde ist es ein Ortsteil Ohle, noch ein Stück weit kleiner. Sie zogen aus, um die Welt zu erobern. Das war Ihnen alles zu beengt und auch Deutschland war irgendwo, damals hatten Sie den Blick nicht für das schöne Land und sind dann in die USA gezogen, um wiederzukehren, haben glaube ich auch 1974 einen Aufsatz geschrieben, wo die Eifel eine zentrale Rolle oder über die Eifel und dahin sind sie auch zurückgekehrt. Was schildern Sie mal diesen Lebensweg in den USA und wie es damals so kam, dass Sie hatten ja auch irre große Ziele. Ja, also ich war wirklich sehr, sehr ehrgeizig, das muss man sagen. Warum nicht? Ich meine, die Jugend ist das Zeitalter, um ehrgeizig zu sein. Wenn ich heute so die jungen Leute zum Teil sehe, ohne wirklich große berufliche Ambitionen, ja, es soll mir gut gehen, ich will ein ganz gutes Leben haben, ich will auch in Ordnung, aber nicht zu viel und Work-Life-Balance und so. Ich hatte Visionen, ich wollte raus, ich wollte groß rauskommen. Das war das Ziel und ich habe dann irgendwann später gehört, dass irgendjemand anderes aus der Provinz so ähnlich drauf war. Der Mann hieß Arnold Schwarzenegger, so der ist dann in den USA wirklich ein Superstar geworden. Ich habe es immerhin zum Professor gebracht. Mein Ziel war damals, also ich hatte so mit 13, 14 angefangen, mich für die Philosophie zu interessieren und dann 1, 2 Jahre später auch für die Weltpolitik und das wird und auch die Weltraumfahrt, das waren alles Dinge, die wo das große Rad in den USA gedreht wurde. Wall Street, das war mir damals noch irgendwie kein Begriff, aber ich wusste, da ist große Action und zu dieser großen Action wollte ich irgendwie, das war mein Ehrgeiz und das Ursprüngliche war tatsächlich dann an irgendeiner Elite-Universität, was mir dann ja auch gelungen ist mit vielen Umwegen, aber zielstrebig, immer am Ziel festgehalten, zu promovieren. Ich habe dann in Princeton promoviert über ein außenpolitisches Thema. Ist eine lange Reise gewesen, hat aber geklappt, obwohl ich kein Geld dafür hatte. Ich komme ja aus einer relativ nicht mittellos, aber nicht begüterten Familie, also Familie eines Lehrers mit 2 Kindern, da konnte man schon mal in Urlaub fahren, dies und jenes, aber große Sprünge waren da nicht drin. Also ich wollte einen Politikabschluss machen an einer Elite-Universität, da wollte ich Politikberater werden in den USA.
vielleicht sogar Staatssekretär, vielleicht sogar im Politikapparat aufsteigen, vielleicht sogar Außenminister. Das waren natürlich so riesen Fernziele, aber da wollte ich hin, das war die Action, das war mein Ziel. Ich habe es schon angesprochen, wir sprachen schon über die Sippe, über das Kapitel, was ich sehr interessant fand, weil ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man seine Wurzeln kennt. Und Sie schreiben natürlich auch über Ihren Vater, der viel zu früh verstorben ist. Und Sie hießen ja ursprünglich oder sind geboren als Matthias Otto und haben dann ihm zu Ehren auch ein Stück weit den, oder nicht nur deshalb, aber auch, so wie ich es gelesen habe, deshalb den Namen Max Otto angenommen. Viele Werte, die er die ihn ausgezeichnet haben, prägen sie auch, glaube ich. Das ist auch etwas, wenn man dieses Buch liest, dann weiß man, wie es um den Wertehaushalt von Max Otte bestellt ist. Glaube, Fleiß, Friedfertigkeit, Ehrlichkeit, Familiensinn, das sind Punkte, die Ihren Vater beschreiben. Ist der Vater auch derjenige, der Sie am meisten geprägt hat? Können Sie vielleicht auch noch mal ein, zwei Dinge über Ihren Vater sagen? War auch CDU-Mitglied? Mhm. Also er war Schlesier, hat dieses ganze Drama mit Vertreibung und Flucht, das war in der Familie des Vaters natürlich präsent. Mein Vater ist nie nach Schlesien zurückgekehrt, das wäre ihm zu schmerzhaft gewesen. Also er hat sich voll im Sauerland integriert, war eine tragende Säule seiner Gemeinde, sowohl in der Politik als auch in der Kirchengemeinde, als auch in der Schule. Also hat sich sehr in seine neue Heimat bewusst auch reingegraben, rein integriert, um dort ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu sein. Ich hatte einen Onkel, also seinen Bruder, der ist dann später in den 70ern, auch in den 80ern häufig also erst haben sie Hilfspakete geschickt und dann ist er häufig dahin gefahren, wurde da natürlich auch hofiert, weil er immer Geschenke mitgebracht hat, war aber in der Heimat dann auch, also in der alten Heimat, ein respektierter Mann. Das war zu schmerzhaft für meinen Vater. Ich würde sagen, er war eben Preuße, pflichtbewusst, ehrlich, rechtsstaatstreu, rechtsstaatsgläubig, ehrlich, ehrgeizig, diese beiden Dinge, die können natürlich schon mal miteinander in Konflikt treten, weil manchmal ist natürlich das sich durchmogeln für den rückgratlosen, ehrgeizigen einfacher. Das kam für meinen Vater nicht in Frage. War durchaus auch durchsetzungsfähig, wenn jemand ihn wirklich geärgert hat. Und je älter man wird, dann entdeckt man das in sich wieder. Als junger Mensch, ich bin jetzt gerade in dem Alter, wo mein älterer Sohn in das Alter kommt, wo ich damals war. Als junger Mensch will man erstmal weg vom Vater und sich selber finden und absetzen und die eigene Identität. Das heißt, dass es mir auch nicht so bewusst war. Wir haben immer ein familiär solidarisches Verhältnis gehabt. Aber als er starb, da waren wir uns nicht so nah. Also ich war an Weihnachten da, er hat mich auch zum Bahnhof gebracht und ich spürte da auch Schwingungen zwischen uns, auch gute Schwingungen. Aber es gab doch einiges, über das wir uns nicht ausgetauscht haben. Er ist dann am zweiten Weihnachtstag, als ich auf dem Weg zurück in die Kaserne war, nach Lüneburg gestorben. Das ist übrigens die heutige Leuphana-Universität. Vielleicht hat der Richard David Precht sein Zimmer genau in meiner alten Soldatenstube. Also ich spürte da Schwingungen, weil ich glaube, dass er wusste, dass es mir beim Bund nicht sehr gut ging. Der Bund war nichts für mich. Ich habe das durchgemacht, aber dieses Gehorchen müssen, das ist nicht so mein Ding gewesen. Und mein Vater ist im Dezember oder November 44 eingezogen worden zur Wehrmacht mit 17. Er war ein guter Schüler und er hätte auch auf die höhere Lehranstalt gekonnt. Aber da hätte er natürlich die Nazi-Ideologie sehr aktiv vertreten müssen als Christ. Das wollte er nicht, also ist er zur Wehrmacht. Hat zum Glück keinen Kampfeinsatz mitmachen müssen, aber er wusste, wie es mir ging bei der Bundeswehr. Ich habe das gemerkt, dass er es gespürt hat. Wir haben aber nicht drüber gesprochen und das bedauere ich. Je älter man wird, desto mehr merkt man eben, wie viel man doch von ihm mitbekommen hat. Und letztlich bin ich ihm unendlich dankbar für das, was er mir mitgegeben hat. Sie haben es auch ausdrücklich geschrieben, also im Alter wird man seinen Vätern oder werden wir unseren Vätern immer ähnlicher. Das haben Sie schon gesagt. Sie werden auch, oder kommen wir später noch zum Gärtnern. Das ist auch etwas, was Sie ihm nachmachen, ein Stück weit. Wir Menschen sind ja auch geborene Nachmacher, sagt man immer sehr gerne. Der eine Teil stammt aus Schlesien, das haben Sie angesprochen. Der andere Teil stammt aus der Pfalz. Wie kam es dann zu Plettenberg? Ja, Plettenberg ist nochmal woanders. Ne? Also Deutschland hat ja auch diese kleinräumige Struktur, über die ich im Buch auch schreibe, auch in vielen anderen Büchern. Das war eine große Stärke Deutschlands, dass wir unsere Landschaften haben, unsere verschiedenen, wie man früher sagte, Volksstämme, aber sagen wir unsere verschiedenen Dialekte, unsere verschiedenen regionalen Eigenarten. Das sind schon ganz wirklich unterschiedliche Subkulturen in der deutschen Kultur.
Und die beiden haben sich auf einem Ausflug der Landjugend kennengelernt. Also meine Mutter, 12 Jahre jünger als mein Vater, mit der Landjugend irgendwo in Fredeburg in der Ecke war, also auch im Hochsauerland. Und da haben sie sich kennengelernt. Da hat es gefunkt und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, dann war ich da. Sie schreiben auch über Ihren Bruder. Ihr Bruder ist ist auch Aktivist, das kann man schon so sagen. Aber Sie sind doch auch ein Stück weit unterschiedlich. Sehr. Also ich habe auch eine musische Ader. Ich könnte ohne Musik und ohne Literatur schlecht leben. Das ist schon sehr bereichernd. Ich schreibe ja auch, mache ja auch Musik. Mein Bruder ist dann nochmal anders. Der hat wirklich, der lebt in dieser künstlerischen Welt. Er ist also nicht so, möchte ich sagen, intellektuell. Er ist auch ein selbstständiger Geschäftsmann auf seine Art. Hat das geschafft, mit einem relativ bescheidenen Einkommen finanziell unabhängig zu werden, indem er gespart hat. Mittlerweile 2 Wohnungen und ein kleines Reihenhäuschen in Köln hat. Also auf seinem Niveau wirklich unabhängig ist, Herr seiner Zeit ist. Und das ist sehr, sehr klasse. Er war DJ lange Zeit und handelt mit gebrauchten Schallplatten und hat sich so seine Existenz aufgebaut und ist sehr selbstbestimmt und ist in der Tat auch im Corona-Covid-19-Widerstand und hat das früher gemerkt als ich. Also im Frühjahr letzten Jahres 2020 dachte ich noch, naja, es ist schön hier, wir haben eine Entschleunigung, die Leute spinnen alle, aber im Herbst, wenn dann die Zahl der Toten nicht merklich steigt, dann fällt das in sich zusammen, dann fällt diese Lüge in sich zusammen. Nicht die Lüge, dass es das Virus nicht gibt. Das Virus gibt es, völlig klar, aber die Pathologie und die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen, dann kollabiert das. Und mein Bruder hatte von Anfang an das Gefühl, da ist was ganz Großes in der Bewegung. Er war auf beiden großen Berliner Corona-Demos. Den Tag, wo der Robert Kennedy da war, beschreibt er als einen der eindrucksvollsten seines Tages, weil er sagt, da waren 100.000 Menschen plus, alle friedlich, alle in Liebe vereint, alle im Protest vereint. Also wenn er da berichtet, da kommt schon Gänsehaut auf. Und am zweiten Tag war er auch dann da. Dann habe ich übrigens auch einen Freund, der auf der Leipziger Demo war und gesehen hat, wie die Polizei quasi die Antifa durchgelassen hat, damit sie Randale machte, genau zu der Stelle, wo das ZDF stand, damit das ZDF seine Bilder bekam. Also da wurde bewusst sabotiert und gestört. Und ich habe Kontakt zur Querdenkenbewegung. Auch da mag es ein paar schwarze Schafe geben, aber ich finde das großartig, was da Bürger, friedliche, freie Bürger auf die Beine stellen. Und diesen Kontakt lasse ich mir nicht verbieten. Ja, früher war Querdenken ein tolles Prädikat, das schreiben Sie, glaube ich, auch im Buch. Und heute ist es eher ein negativ behafteter Stempel. Sie schreiben, Sie wollten geistig unabhängig sein, aber auch ökonomisch, haben frühzeitig auch durchaus ein Stück weit Unternehmertum entwickelt, haben Nachhilfe gegeben, haben aber auch Ihre soziale Ader gezeigt, indem Sie dem einen oder anderen Klassenkameraden durchs Abitur geholfen haben, auch Arbitragehandel, kurzfristiger Handel mit Böllern kam zur Sprache. Und Sie haben allerdings, und das fand ich toll, waren da sehr ehrlich und haben auch über Tiefschläge geschrieben, die nicht so gut funktioniert haben, Partnerschaften mit Freenet, Wall Street Online, OnVista, das sind so Punkte. Vielleicht können Sie mal zu diesem Unternehmertum, auch zu dem frühen Unternehmertum etwas sagen. Ja, irgendwann kam ja sozusagen die Refokussierung, als ich dann irgendwie überlegt habe, Politikberatung, da hängst du immer von anderen ab, da musst du, das ist quasi eine Leiter emporklettern, wie ist denn, wenn du wirklich dein eigenes Ding machst? Und dann, wenn du unabhängig bist, kannst du ja auch noch einen Einfluss nehmen, kannst du auch noch deine Meinung sagen, also ökonomisch unabhängig sein. Und wenn sie da auf den Böllerhandel verweisen, das war natürlich ein heißes Ding, also 7., 8. Klasse so. Die Dorfkrämerin hieß Lene Winner, bei der konntest du das Zeug kaufen, auch als Siebtklässler oder Achtklässler. Und die Böller waren damals noch echte Böller. Also da konnte man sich schon eine Hand mit abreißen. Heutzutage ist das ja so ein schwaches Ploppen. Auch die dicken Dinger haben ja kaum noch Schwarzpulver drin. Aber die damals, die hatten richtig Power. Und ja, da habe ich da mir einen großen Vorrat zugelegt. Und wenn dann die Schule wieder anfing, Anfang Januar, hatten die anderen sich verschossen, hatten nichts mehr. Konnte ich das Zeug also Einzelböller zum 2- bis 3-fachen vertickern, manchmal zum 4-fachen, weil die unbedingt weiterknallern wollten. Da habe ich halt für so einen Böller, 30, 50 Pfennige genommen, keine Ahnung. Das war ein gutes Geschäft. Also irgendwann war dann auch mein Vorrat meistens relativ schnell alle. Und 2, 3 Jahre lang habe ich das gemacht. Heute bin ich überhaupt kein Typ mehr, der schachert und handelt. Das ist mir sehr zuwider. Ich würde mich als Unternehmer eher als Architekten bezeichnen. Der guckt also, wie passen Teile zusammen? Wir haben alle was davon.
neue Möglichkeiten suchen, Teile der Maschine oder auch des Geschäftssystems zusammensetzen, kein Teil ausquetschen. Also das ist so meine Art, Unternehmer zu sein. Und dann war ich lange Unternehmensberater neben meiner Promotion. Das hat mir aber auch nicht wirklich zugesagt. Das waren ja damals entweder Investmentbanker oder Unternehmensberater. Das waren ja sozusagen die heißen Jobs. Dann, wenn man ein BWL-Studium war, das wollte man ja. War für mich eigentlich nicht so dolle, aber wenn du einmal drin bist, dann geht's auch nicht so schnell wieder raus. Am Anfang war es zumindest so, könnte ich jetzt viel darüber erzählen, ist im Buch ja alles aufgeschrieben, in den USA, bei der UNO, in Deutschland. Also ich habe ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Und dann da war ich schon Professor in den USA, die Vision zu meinem ersten Finanzinformationsdienst. Das war Dezember 98. Da kam alles zusammen. Mein Interesse am Verlagswesen, mein Interesse, Unternehmer zu werden, mein Interesse am Finanzwesen, an der Wall Street. Ich habe auch an der Frankfurter Börse vorher praktiziert, während des Börsencrashs 87. Da kam alles zusammen. Und dann habe ich tatsächlich meine Stelle an der Boston University mit guter Aussicht auf Lebenszeitstellung gekündigt. Bin ins kalte Wasser der New Economy gesprungen. Das wäre fast schief gegangen. Also man musste sehr kämpfen mit der ersten, mit dem ersten Partner. Die wollten mich dann nicht, aber haben das Team, was ich hatte, angeheuert und haben mich im Regen stehen lassen, weil ich Anteile wollte. Die anderen wollten nur einen Job und dann waren die weg. Das waren meine sogenannten Freunde. So ging das dann weiter. Und einmal bin ich pleite gewesen zwischendurch. Wall Street Online, die sie eben erwähnt haben, da haben wir uns vorgerichtlich geeinigt und sind mittlerweile gute und freundschaftliche Kooperationspartner. Der Gründer da, der André Kolbinger, ist auch ein wirklicher Unternehmer. Also wir sind damals im Halbguten auseinander und heute vertragen wir uns aber sehr und machen gute Dinge miteinander. Ja, und ich bin halt, und das ist Teil wahrscheinlich einer neuen Autobiografie, da komme ich gleich nochmal zu, was ich sage, mit 50, bin dann eben an diese heißen Kanonen der New Economy geraten. Einige davon sind ja auch verurteilt worden später und die haben halt einen Socken gefahren und eine Unehrlichkeit drauf gehabt und eine Großmannssucht, wo ich dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Also einer hat sich, als er dann bei mir eingestiegen war und ich wieder an der Uni war, hat er sich vor meine Mitarbeiter gestellt und hat gesagt, der Otte ist gut für die PR, das Geschäft machen wir. Keine Frage, dass ich mir dann habe was einfallen lassen. Er wähnte sich sicher, weil er ein niedel- und nagelfestes Vertragswerk hatte. Aber kein Vertragswerk ist noch so niedel- und nagelfest, dass man es nicht doch irgendwie gesprengt bekommt. Und sagen wir mal so, der war nachher sehr sauer, hat mich auch mehrfach verklagt und ist aber nichts draus geworden. Und mich gibt es immer noch in meinem Unternehmen und er hat irgendwann verkauft. Er hat sicherlich viel Geld bekommen, aber ob er jetzt nochmal unternehmerisch tätig ist, weiß ich nicht. Also ich will damit sagen, wenn du Unternehmer werden willst, man wird auf die Schnauze fallen. Bei den wenigsten geht das geradlinig. Also ich habe wirklich 3, 4, 5 mal starkes Scheitern erlebt und das war auch gut so. Das war auch gut so, denn sonst wäre ich nicht da, wo ich bin und da musste ich durch. Aber als ich meine Vision hatte, musste das willst du machen als Unternehmer und das war eben im Dezember 98. Da habe ich das Ding mit aller Konsequenz durchgezogen, mit Insolvenz dabei und Auseinandersetzung, bis ich es hatte. Und habe es wie ein zartes Pflänzlein größer werden lassen. Und jetzt ist dann ein kleines Gebüsch draus geworden mit mehreren oder kleiner Wald mit mehreren Bäumchen. Und die wachsen weiter. Und das ist sehr erfreulich, wenn man sowas hat. Nochmal mit 50 zurück. Das sind ja meine Jugenderinnerungen, zeithistorische Erinnerungen, auch Zeitkritik zu heute, der Bezug zu heute. Und habe dann irgendwann gesagt, gut, das kannst du jetzt machen. Als nächstes kommt Teil 2 meiner Erinnerung irgendwann, da habe ich noch nicht angefangen, das geht dann aber relativ schnell, das wird eine klassische Business-Biografie. Also wie bin ich erfolgreich geworden, wie habe ich mein Geld verdient, wie habe ich meine Unternehmen aufgebaut. Also wenn ich dann auf die Jugend gucke, dann fange ich jetzt mit der Jugend an im Schnelldurchlauf und dann geht's halt um das Erwerbsleben und um das Geschäftsleben. Und das kommt dann irgendwann und dann kommt irgendwann kommt Teil 3 meiner Autobiografie. Die mache ich dann in der Auflage von 10 Exemplaren, aber auch als richtiges Buch, nicht zum Verkauf geeignet. Das ist dann das Privatleben. Das bleibt dann in der Familie. Sie beschrieben es gerade, dieses kurzfristige getriebene Geschäfte machen und überhaupt nicht an Werten orientiert, das widerstrebt Ihnen total. Welchen Zusammenhang spielt da auch Ihr Glaube, der relativ oder sehr tief zu sein scheint, wenn man das Buch gelesen hat?
Also die Bibel sagt relativ wenig darüber. Erstmal ist sie nicht gegen Geschäftsleben, sondern es gibt das Gleichnis von den Talenten, wo also dann der Herr die Knechte mit Talente anvertraut. Der eine bekommt 10, der andere 5 und der andere 1. Und der mit 10 kommt dann zurück und ich hab viel mehr draus gemacht. Und der mit der mittleren Zahl hat auch mehr draus gemacht. Beiden werden so belohnt. Und der mit einem hat gesagt, ich wusste, dass du streng bist, also habe ich das eine gut aufgehoben und hier hast du es zurück. Und der kriegt dann die Strafe seines Herrn, weil er nichts draus gemacht hat. Also man soll aus seinen Talenten durchaus was machen. Dann gibt es aber auch das Gleichnis vom Zinsen und vom Zinswucher, wo Jesus eben die Geldwechsel aus dem Tempel vertreibt. Einmal also aus der heiligen Stätte, da hat das nichts zu suchen. Und dann sehe ich das zumindest als ein Gleichnis gegen Wucher, gegen Übertreibung oder gegen Geld verdienen, hinter dem keine Werte stehen. Und das ist eben eine Erfolgsethik im Vergleich zur Verantwortungsethik, die wir in Deutschland hatten, oder auch eine Arbeitsethik, also dass man gute Produkte haben wollte und dann kam dann der Gewinn von selber, wenn man seine Produkte gut gemacht hat. Sagt übrigens auch der bekannteste Managementdenker des 20. Jahrhunderts, der Peter Drucker, ein Wiener, 1910 in Wien geboren, der 96 geworden war, derjenige, der den Begriff Management popularisiert hat und wirklich mega Bestseller und war also Wiener Jude, dann in Frankfurt, dann emigriert nach London, dann in die USA und da hat er dann auch gelebt und ist wirklich extrem erfolgreich gewesen. War aber immer als Einzelner unterwegs, also wirklich als Denker, hat auch Konzerne beraten und der sagt, Firmen sind nicht deswegen erfolgreich langfristig, weil sie Rendite maximieren und Gewinn maximieren, sondern weil sie Produkte und Dienstleistungen schaffen, die langfristig und dauerhaft Kundenbedürfnisse befriedigen. Und das ist meine Maxime und ich denke, das ist auch mit den Prinzipien der Bibel zu vereinen und auch mit den ethischen Prinzipien, die ich sonst so in mir habe. Ohne Mehrwert geht es nicht, das sehe ich auch so. Sie wissen, ich bin ein Kind des Mittelstandes und auch das findet natürlich in Ihrem Buch Berücksichtigung. Sie schreiben über das Mittelgebirge, dass die Menschen dort besonders kreativ sein mussten, weil es nicht so einfach war, dort die Dinge zum Gelingen zu bringen. Und diese Kreativität hat Deutschland ausgezeichnet. Sie schreiben aber auch, erwähnen positiv Sarah Wagenknecht, die das auch erkannt hat, dass der Mittelstand wichtig ist. Und sie kritisieren die Parteien, die ich jetzt gar nicht nennen möchte, die es eben nicht auf die Reihe bekommen und sich da eben nicht drum kümmern und eher, sie schreiben es ganz deutlich, mittelstandsfeindliche Politik machen. Absolut. Also Frau Wagenknecht hat mit der kommunistischen Plattform gestartet. Sie ist eine sehr straight, ich würde auch nur sagen, in gewisser Weise sehr deutsche Frau, weil sie sehr straight, sehr ehrlich ist. Sie hat halt ihre Überzeugung, sie hat ihre linken Scheuklappen, da gibt's ein paar, die ich nicht teile. Aber sie ist eben auch klug, sie hat gelesen, sie hat auch Ludwig Erhard gelesen, sie hat natürlich auch Karl Marx gelesen. Und sie hat aber viel verstanden, wie wichtig der Mittelstand ist und auch die Mittelschicht. Und sie bemüht sich ja auch um die sozialen Belange der Unterschicht oder der Ärmeren. Wird ja an der eigenen Partei zunehmend als populistisch und rechts befeindet, weil sie eben sich diesen sozialen Dingen öffnet und nicht das neue Gender-Gaga, ökosozialistische, die Agenda nach vorne pusht, sondern die soziale Agenda. Und die Parteien, da muss ich in die Parteienkritik, da schreibe ich aber im Buch nicht viel drüber. Es ist, wie gesagt, mehr ein Buch über unsere Kultur, über meinen Werdegang, mit Beobachtungen. Die Parteien sind eben letztlich wie Konzerne mittlerweile gemanagt und die Parteispitze entscheidet, verteilt Privilegien, entzieht Privilegien. Das ist eine sehr spezialisierte Karriere, die sie da einschlagen, mit 15, 16 schon die meisten. Und dann sind sie so angepasst, spätestens mit 20, dass sie also da drin sind. Und dann interessiert sie eigentlich nicht mehr, was draußen auf dem Land passiert, was der Bürger macht, was die Mittelständler machen. Sie haben mittlerweile dieses reflexartige auf Fragen eingehen, abwimmeln, umbiegen, so drauf. Aber ihr wirkliches Koordinatensystem ist, was will die Parteispitze, wie gefalle ich der Partei? Also die Parteien sind allmächtig geworden, das waren sie eigentlich in den 80er Jahren schon. In den 80ern war das auch durchaus ein Thema in der Politikwissenschaft, als ich Politikwissenschaft studiert habe. Mittlerweile ist es nicht mehr so ein Thema in der Politikwissenschaft, die Macht der Parteien. Ja, warum ist es kein Thema mehr? Weil die noch mächtiger geworden sind und man kann es einfach nicht mehr rechtfertigen. Also schweigt man es tot.
Sie können sich vorstellen, besonders hoch oder meine Ohren haben sich gespitzt bei dem Thema Gründerzeit, bei den Genossenschaften, die Sie positiv erwähnen, wie auch Stiftungen. In dem Zusammenhang fallen auch die Namen Zeiss, Bosch und Diesel. Bosch hat, glaube ich, auch damals den Satz geprägt, ich habe deshalb viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle. Also auch da landen wir wieder bei Prinzipien, sich einander helfen, Mehrwert schaffen. Auch das genossenschaftliche Modell ist da sehr interessant, finde ich. Also da habe ich auch kürzlich ein Beispiel erlebt von einer Bank, die ausschließlich Privatkunden hat und wo ich gefragt wurde, was ich von der Bank halte, da habe ich gesagt, ja, das ist, wenn sie keine selbstständigen Unternehmer hat, dann ist sie in dieser Zeit schon mal einigermaßen gut aufgestellt, weil die Klumpenrisiken nicht so vorhanden sind. Und natürlich, Genossenschaftsprinzip, das ergibt Sinn. Und das schreiben Sie in dem Buch auch ganz deutlich. Zum einen, also wie gesagt, Gründerzeit, Stiftungen und die Genossenschaften. Richtig. Eine sehr deutsche Erfindung. Wir hatten ja vor 2-3 Jahren das Jahr der Genossenschaft. Das war aber mehr so ein symbolisches Jahr, denn eigentlich machen wir genauso wie wir eine Anti-Mittelstandspolitik machen, machen wir eine anti-genossenschaftliche Politik. Wir bekommen also immer mehr das angelsächsische Modell des Finanzkapitalismus. Genossenschaften sind tatsächlich zum Zweck da. Sie sind mehr oder weniger vereinsmäßig organisiert. Sie sind zu einem wirtschaftlichen Zweck da, zu auch dem Zweck, die Mitglieder zu fördern. Und sie haben gut funktioniert. Und das sind die Volksbanken, die Raiffeisenbanken sind ja Genossenschaften. Dann die ganzen Landwirtschaftsgenossenschaften. Es gab ja Wohnungsbaugenossenschaften. All das hat gut funktioniert. Sie können Genossenschaften gut aushebeln oder so Wohnungsbaugenossenschaften, indem sie zum Beispiel bestimmte Gebäudeauflagen machen, die sehr komplex werden. Und dann verdienen halt diese Serviceunternehmen und ziehen Mehrwert ab. Also man kann natürlich dieses Prinzip auf vielerlei Weise aushebeln, genauso wie Vereine mittlerweile. Also das freie Zusammenkommen von Menschen wird ausgehebelt und immer mehr unmöglich gemacht, weil die Technologiegiganten, der Überwachungskapitalismus mag das natürlich nicht, wenn auf Vereinsbasis Menschen mehr oder weniger freiwillig sich zusammenschließen. Das können Sie ganz einfach aushebeln, indem Sie Vereinsvorstände, indem Sie die Haftbarkeit extrem erhöhen, die Risiken erhöhen, indem Sie die Belegpflichten erhöhen, indem Sie ganz hochprofessionelle Vorschriften machen, die eigentlich für viel größere Organisationen gedacht sind. So können Sie natürlich da schnell diese Organisationen auch aushebeln. Das passiert und das ist wirklich schade und darüber schreibe ich auch ein bisschen. Befeuert jetzt natürlich auch durch Corona. Was Sie allerdings auch schreiben, Sie gehen auch auf uns Menschen ein und schreiben darüber, dass wir Gärtner und Jäger sind, um es mal in meinen Worten zu formulieren. Und Sie sind später auch dann Jäger geworden. Jäger werden ja auch teilweise ein Stück weit komisch dargestellt. Allerdings sind mehr als 40% der Jäger Naturschützer, wie Sie auch schreiben. Sie sagen aber, wir sind eigentlich eher Jäger gewesen und keine Gärtner und oder Bauern, Ackerlandbebauer. Das macht uns eher kontrollierbarer, weil wir dann ja sesshaft sind. Vielleicht können Sie da noch mal etwas zu ausführen. Das fand ich sehr interessant. Also das ist noch ein anderes Buchprojekt, das irgendwann, wo ich auch schon Jahre dran arbeite, wo es um unsere Wurzeln geht, unsere ökonomischen Wurzeln. Also wann ist Eigennutz, wann ist es wirklich auch Gemeinschaft oder Gemeinwohl, wie im Falle von Genossenschaften oder Familie oder auch größeren Verbünden. Wie funktioniert das? Wie sind wir verdrahtet? Was ist in unserem Hirn drin als Software? Und natürlich waren wir, wenn Sie so wollen, wir waren erstmal opportunistische Omnivoren, als wir als Menschen sozusagen entstanden. Das klingt jetzt besser als Allesfresser, aber wir waren Allesfresser. So. Und das sind wir in gewisser Weise auch immer noch. Und dann, als wir bessere Jagdtechniken hatten, weil unser Gehirn sehr viel Energie verbraucht, dazu braucht man dann zum Beispiel gut aufgeschlossenes Eiweiß über gekochtes oder verarbeitetes Fleisch. Also wir wurden dann Jäger und das sind wir dann schon seit 2 Millionen Jahren oder 1,5 Millionen Jahren mit natürlich auch pflanzlicher Nahrung dazu, ein bisschen, aber eben wenig, also kein Gärtner, nichts sesshaft. Wir waren Nomaden und die Geschichte ist auch in der Bibel ein bisschen drin, zwischen Kain und Abel. Der eine Nomade und der andere eben Bauer und der Bauer ist neidisch auf den Viehhirten. Das ist jetzt kein Jäger, aber ist letztlich auch jemand, der sich vom Fleisch ernährt und der umherzieht und er schlägt ihn. Und in der Tat, als wir sesshaft wurden, wurden wir kränker, wir wurden kleiner, es gab mehr Krankheiten, die Lebenserwartung ging runter. Also warum haben wir uns das angetan? Es gibt einen, der heißt Die Mühlen der Zivilisation, ein tolles Buch, vor 2-3 Jahren erschienen. Der sagt, eigentlich hat das Getreide den Menschen domestiziert, nicht der Mensch das Getreide. So ist was dran. Und
Aber der Bauer haftet halt. Also warum konnte ich das durchsetzen? Es ermöglicht eine höhere Bevölkerungsdichte. Damit war man natürlich rein quantitativ den Nomaden überlegen und konnte also im Krieg auch gegen sie bestehen. Und sie können natürlich eine sesshafte Bevölkerung, die an ihre Ackerscholle gebunden ist, besser kontrollieren. Es entstanden also Herrschaftsschichten. Der Adel, der dann durch Steuern lebte, also nicht vom Ertrag seiner Hände, und das Priestertum, das erklärte, warum es den Adel geben muss und warum das alles gerecht ist. Das war die Aufgabe des Priestertums. Und bis heute, wenn Sie die Medien sehen, wir haben da auch ein modernes Priestertum. Und also so sehr hat sich das nicht differenziert. Aber wenn man diesen Ursprüngen unserer Gesellschaft nachspürt, was hochspannend ist. Also in meiner Bibliothek sind da etliche laufende Meter über diese Themen, wo ich auch in den letzten 10 Jahren sehr viel gelesen habe, wo ich mich auch in der Oswald Spengler Society sehr viel mit befasst habe. Und dann kommt man den Sachen auf die Spur. Und ich war halt zunächst einmal tatsächlich, beides habe ich wiederentdeckt. Mein Vater war Gärtner, begeisterter Hobbygärtner, obwohl das nicht einfach war. Er war auch Landwirtschaftslehrer nach der Ausbildung. Und um 2010 herum habe ich mit beidem wieder angefangen, als ich dann meine Häuschen in der Eifel hatte. Und 2010 habe ich auf der Ebernburg in Rheinland-Pfalz dann auch meinen Jagdschein gemacht mit 2 Freunden zusammen. Ihr Buch ist auch ein Stück weit wehmütig, meine ich, zwischendurch erkannt zu haben. Sie schreiben auch darüber, was in Plettenberg an Industrie verschwunden ist. Vor allen Dingen aber geht es darum, dass die Bäckereien teilweise von großen Konzernen übernommen wurden. Es geht aber auch darum, um das Kneipensterben, dass das Vereinsleben ein Stück weit zurückgeht. Das waren auch Themen, die Sie sehr, sehr gut beschrieben haben. Und ein Satz ist mir in den Ohren geblieben oder in den Augen geblieben. Heute sind die Dörfer immer mehr zu reinen Wohndörfern verkommen. Und das geht mir kaum aus dem Kopf. Mhm. Ja, und das ist schade, wenn man überlegt, dass so ein Dorf ein eigener Mikrokosmos war, der lebte. Also man hatte eben auf der offiziellen Seite Bahnhof, Postamt, Kirche, Polizeiwache in jedem Dorf, mehr oder weniger, außer in den ganz kleinen. Also es war dezentral und der Polizist vor Ort hatte natürlich große Befugnisse. Er musste auch nicht allzu viel dokumentieren. Das war ein Vorteil, ein Nachteil, aber normalerweise kannte man sich gegenseitig. Also es war ein selbstregulierender Mechanismus. Und dann hatte man die ökonomische Seite, also Kneipe, Arzt, vielleicht Krämerladen, Bäckerei, Metzgerei. Und damit war das Dorf, das war natürlich auch ökologischer. Man konnte seinen größten Teil seiner Bedürfnisse vor Ort decken. Man hatte die Kneipe, wo dann auch quasi Wohnzimmer und Dorfkino und Kino in einem war und Informationsbörse und Heiratsbörse und Comedy Club. Und das war ja alles die Kneipe. Und das ist eine große Menge an kulturellem Vielfalt und Leben, die da wegstirbt. Und selbst bei mir in der Eifel sehe ich, was da in den letzten 11 Jahren, seitdem ich in der Eifel bin, zurückgegangen ist. Die Eifel, ohne jetzt, da war nochmal 20 Jahre hinterm Sauerland, würde ich sagen, so was diese Entwicklungen angeht. Aber auch da ist jetzt mit voller Wucht angekommen, natürlich nochmal durch Corona verstärkt. Und ich will einfach darauf hinweisen, natürlich ist da ein bisschen Nostalgie dabei. Und wir haben ja auch noch kleine Reste dieser einstmaligen Kulturen. Ich würde sagen, es ist so bewahrenswert, es ist so ein kultureller Reichtum. Es stärkt auch, stärkt die Seele. Bewahren wir uns das wenige, was noch da ist. Tolle Worte. Was man auch sagen darf, ist, dass es auch so geschrieben ist, dass Sie viele Anekdoten darstellen, dass Sie auch schreiben, dass Sie mit Ihrem Sohn Pilze sammeln waren. Und dann haben Sie Ihrem Sohn gesagt, geh mal die Pilze waschen, und er hat dann die Seife dazu genommen. Das fand ich sehr interessant, aber auch, wie Sie beschreiben, dass Sie von einem Kneipenbesuch, wo die Kinder Spreit bekommen. Also Sie haben es sehr, sehr lebhaft dargestellt, und ich denke, das macht Lust, das Buch zu lesen. Wir könnten uns jetzt noch sehr, sehr lange über verschiedene Themen unterhalten. Allerdings ist es natürlich auch so, dass wir auch ein bisschen was noch bewahren möchten, dass die Menschen auch tatsächlich sich das Buch kaufen. Natürlich empfehlen wir auch, die Krise hält sich nicht an Regeln. Das haben wir auch schon hier vorgestellt, und danken Ihnen recht herzlich für diese Ausführung. Ein Kapitel lautet Der letzte Deutsche. Vielleicht kann ich Ihnen an der Stelle ein bisschen Mut machen. Ich denke da genauso wie Sie und viele unserer Zuschauer auch so. In diesem Sinne hoffen wir, einen schönen Mehrwert mit diesem Video geboten zu haben. Herzlichen Dank an Sie, Herr Otte. Vielen Dank, Herr Moden. Hat mich sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wir stehen auch für gewisse Werte.
Und das war jetzt mal ein komplett anderes Interview als die letzten, die wir so veröffentlicht haben. Ein sehr persönliches Gespräch, ich finde sehr spannend. Das Buch ist absolut zu empfehlen. Zu empfehlen natürlich auch die Mitgliedschaft bei uns. Unter dem Video wie immer der Link. Besuchen Sie auch die Webseite von Max Otte und auch den persönlichen YouTube-Kanal, den ich auch erst später gefunden habe, wo er musiziert und so weiter. Sehr, sehr interessant. Können wir Ihnen auch empfehlen. Wir verlinken alles, auch die Bestelllinks für die Bücher. Herzlichen Dank an Sie nochmal. Herzlichen Dank an Sie, liebe Zuschauer. Bis bald und auf Wiedersehen.